Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen heute hier zu dem neuen Video. Wir kommen gerade frisch aus dem Livestream. Wir haben eben gerade auf die Nintendo Direct reagiert, leider ohne Bild, aufgrund gewisser Probleme, die da so aufgetreten sind. Aber egal, lassen wir es mal sein. Noch wissen wir ja gar nicht, was für einen Grund das hatte oder warum das Ganze genau so da war. Jedenfalls haben wir gerade schön auf Twitter drüben gestreamt. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Aber wir wollen jetzt ein bisschen über die Nintendo Direct reden, aber auch über die gesamte E3. Ich muss an dieser Stelle gleich sagen, dass ich irgendwie empfinde ich diese E3 als so ziemlich die unaufregendste E3, die ich bisher so miterlebt habe. Und das meine ich gar nicht unbedingt mal mit Wertung. Damit will ich gar nicht mal sagen, dass diese E3 jetzt irgendwie weniger hatte oder schlechter war als andere. Es waren natürlich auch ein paar besondere Umstände. Man weiß im Moment nämlich so genau wie die Filme mit Corona und so weiter. Wir brauchen nicht drüber zu reden. Es war alles ein bisschen anders. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich gefühlt noch nie so viele Highlights irgendwie mitbekommen habe wie bei dieser E3. Für mich persönlich war bei dieser E3 eher weniger dabei als bei anderen, aber ich bin ja auch niemand, der jetzt großartig eine Show und eine E3 immer nur nach den eigenen Maßstäben bewerten möchte. Ich möchte keiner sein, der irgendwie sagt, für mich war nichts dabei, also war das jetzt alles irgendwie doof und kacke. Es waren ja Dinge dabei und noch ein paar Überraschungen auf jeden Fall dabei. Wenn wir jetzt erstmal uns nicht um Nintendo kümmern, sondern um die anderen Bereiche, da muss ich halt sagen, ich habe die Microsoft-Show gesehen. Ich habe die Square Enix Show gesehen und ich habe das Summer Games Fest mir im Nachhinein, wie gesagt, hier angeguckt. Und wir haben geguckt, was da alles so dabei war. Und da waren schöne Sachen dabei. Wir haben Solar Ash gesehen, wir haben Tales of Arise gesehen, worüber ich mich gefreut habe. Andere Dinge gesehen, mit denen man so gar nicht gerechnet hatte. Und natürlich das eine große Highlight dieser E3 für mich. Wir haben endlich den Elden Ring Trailer gesehen. Und dieser Trailer zu Elden Ring war für mich einfach der absolute Mindblow. Es ist für sich gesehen das absolute Highlight gewesen. Wir haben auch Breath of the Wild 2 am Ende gesehen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich den Trailer auch eher unaufregend fand. Ich fand trotzdem schön, dass wir was gesehen haben. Ich will nicht undankbar sein. Aber über Nintendo reden wir noch. Elden Ring, wie gesagt, war für mich das eine absolute Highlight, weil der Trailer einfach so genial war. Es ist nicht unbedingt, dass mich das Spiel selbst am krassesten irgendwie gehypt hätte, aber er war halt so unfassbar gut, dieser Trailer, dass ich halt irgendwie da nur gedacht habe, wow, was, wie viele Gegner, wie viele Elemente, was sehe ich da gerade? Es war so geil, so mindblown. Ich bin völlig hyped jetzt mittlerweile auf dieses Spiel. Absolut geiler Shit. Tales of Arise, wie gesagt, auch geil. Schöne Sachen dabei gewesen. Solar Ash, sehr nice. Dann die Microsoft Show. Dazu muss ich halt ganz, ganz kurz sagen, ich bin absolut nicht die Zielgruppe von Microsoft. Die Show war super. Die Show hat Spaß gemacht. Sie hatte ein sehr gutes Pacing. Sie hatte eine gute Geschwindigkeit. Es kam Trailer nach Trailer. Es war ganz wenig Blabla. Es hat Spaß gemacht, die Microsoft Show zu gucken. Obwohl, wie gesagt, für mich persönlich jetzt kein großer Treffer dabei war. Wir haben zwei schöne kleine Spiele gesehen, die ich toll fand. Das eine war halt dieses eine Pixel-Art-Spiel, was ziemlich cool aussah. Und ansonsten, doch, die hat Spaß gemacht, die Show. Square Enix fand ich dagegen wieder sehr, sehr langweilig. Da war auch nichts dabei, was mich großartig gehypt hat. Ich lade gerade die Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, die Demo runter. Und wir gucken uns gleich mal im Stream an, was das genau jetzt so hinter sich hat. Aber ansonsten war das eine völlig unaufgeregte, völlig langweilige Präsentation, die sich auch einfach viel zu lange um das Avengers-Game gedreht hat. Also Guardians of the Galaxy und später dann auch nochmal irgendwie Marvel und Avengers. Und damit kritisiere ich jetzt nicht das Spiel, sondern die Art der Präsentation, dass man einfach dieses Spiel... Und es geht auch gar nicht darum, dass sie das Spiel zeigen, sondern die Art des Gameplays, was sie da gezeigt haben, war super öde, war super langweilig. Warum zeigt man ein so belangloses, ein so super langweiliges Gameplay von einem Spiel so lang? Also es war wirklich keine gute Präsentation. Und hat sehr, sehr gelangweilt an dieser Stelle. Übrigens mal, by the way, wir sehen uns übrigens gerade hier in meinem neuen YouTube-Studio. Bei mir hat sich ja einiges verändert, sowohl an meinen privaten Lebensumständen, als auch, ja, ihr seht jetzt hier ein neues Studio. Ich habe ein YouTube-Studio, aber wie gesagt, dazu dann in meinen Vlogs demnächst mehr, warum und wie. Oder auf meinen Twitch-Streams stehe ich ja auch immer Rede und Antwort. So, ich muss schneller reden, das Ding hier ist ziemlich warm und es ist Sommer. Ekelhafte Jahreszeit, das muss auch einmal kurz sein, die Zeit für sowas. Dann Ubisoft habe ich persönlich nicht gesehen.
Ich habe mir zeigen lassen, was dabei so vorkam. Und das Einzige, was mich da ja wirklich interessiert hat, war die Kingdom Hearts, Kingdom Battle. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ein neuer Teil. Freut mich, das Spiel hat Spaß gemacht und ich bin sehr gehypt, was wir dazu noch so sehen werden. Ich habe mir den Trailer und den Gameplay-Trailer angeguckt. Es sieht halt ziemlich identisch aus zum ersten, halt Teil 2 halt, ne? Freue ich mich drauf. Hat Spaß gemacht, das Ding. Leider kein Beyond Good and Evil 2. Und ich glaube von Ubisoft leider kein Rayman so richtig. Also hätte mehr für mich dabei sein können an dieser Stelle. Ich habe die Show aber nicht gesehen, die kann ich nicht beurteilen. PC Games habe ich nicht gesehen. Limited Run habe ich nur so nebenbei gesehen. Aber was will man da schon groß erwarten? Sony war ja leider nicht dabei. Und das hat halt schon gefehlt irgendwie. Dadurch war so ein bisschen der Krieg weg und die große Spannung. Was zeigt der dritte große irgendwie so ein bisschen? Das war schon schade. Aber gut, so ist es dann halt, ne? Was war denn noch? Was habe ich denn noch gesehen? Ich glaube, dann kommt ja auch schon Nintendo. Heute muss ich tatsächlich sagen, ist noch Bandai Namco dran. Aber darauf wollte ich jetzt nicht warten. Bandai Namco könnte allerdings eine große Nummer werden. Da reden wir von Soul-Spielen, wir reden von einem potenziellen Dark Souls 2 Remastered. Bandai Namco hat die Tales of-Reihe unter sich. Bandai Namco hat noch viele andere sehr interessante, tolle IPs. Man darf Bandai Namco nie unterschätzen. Es könnten coole Dinge persönlich für mich angekündigt werden. Bandai Namco hat viele Sachen unter seiner Fuchtel, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ja, aber Nintendo. Also zu der Nintendo Direct muss ich an dieser Stelle sagen, erstmal vielen, vielen Dank an meine lieben Twitch-Zuschauer. Es war sehr, sehr entspannt. Wir haben uns im Vornherein gehypt, wir haben kurz über dieses eine Problem gesprochen und dann war das halt wieder durch, also mit dem, dass Nintendo das verboten hat, darauf zu reacten und so weiter und so fort. Und dann kamen natürlich so die ersten Dinger. Und ich habe trotzdem meine Live-Reaktion gecaptured. Das heißt, ich werde jetzt hier zwischendurch ein paar Reaktionen von mir vielleicht so reinschneiden. Auch wenn jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so die super krassen Highlights irgendwie dabei waren. Und das ist auch so ein bisschen das Fazit dieser Nintendo Direct für mich. Ich fand diese Nintendo Direct gut. Solide. Solide ist mal das beste Wort. Es war keine Vollkatastrophe. Es war ein tolles Pacing dabei. Und wir haben schöne, interessante kleine Spielchen bekommen. Und da reden wir auch von Titeln, die vorher noch gar nicht wirklich angekündigt waren. Da rede ich von dem Wario-Spiel, was vorher keiner wusste, was ein schönes Spielchen ist, was seine Fans hat. Shin Megami Tensei 5. Wir haben nochmal Mario Golf gesehen, was demnächst für die Switch rauskommt. Mario Kingdom Battle kommt demnächst für die Switch raus. Wir haben gesehen, dass die Life is Strange-Spiele für die Nintendo Switch kommen. Sowohl das Neue, was natürlich dann auch damals in der Präsentation, das habe ich natürlich noch gar nicht erwähnt. Das war natürlich ziemlich cool. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht die Square Enix-Präsentation weiter haten, weil da waren auch einfach sehr, sehr viele Handy-Games dabei und so weiter. Aber egal, freue ich mich für die, die Handy-Games spielen und die tolle neue Spiele für sich bekommen. Ne? Wir haben gesagt, wir freuen uns über die Dinge, die wir bekommen und wir ärgern uns nicht über die Dinge, die wir nicht bekommen. Wir wollen positive Menschen sein, keine negativen Menschen. Aber nein, Spaß. Ja, dann haben wir dann doch Spiele bekommen in der Nintendo Direct, wie zum Beispiel ein neues Metroid-Spiel. Das darf man halt immer nicht vergessen. Metroid Prime 4 haben sie erwähnt, also nur nochmal, wie gesagt, wir arbeiten fleißig weiter daran. Und dann haben wir ein Metroid-Spiel gesehen im 2D und quasi Metroid 5. Das heißt auch wirklich wahrscheinlich storytechnisch im Kanon fortgeführt die Reihe. Freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Sah sehr, sehr nice aus. Von den gleichen Entwicklern übrigens, also nicht von den Retro-Studios, sondern von den gleichen, die das Samus Returns gemacht haben. Ich hoffe, dass sie das Gameplay so ein kleines bisschen anders gestalten. Das fand ich ja jetzt nicht so krass gut von Samus Returns, aber gucken wir mal, ne? Abwarten. Dann haben wir noch andere kleine Spielchen gesehen, wie zum Beispiel Worms oder dieses eine komische Partyspiel, wo man erstmal gucken muss, wie die dann genau werden. Dragon Ball Z, Kakarot, freuen sich bestimmt einige drüber. Es waren einfach, wie gesagt, viele Dinger dabei, was jetzt nicht die mega Hype-Dinger waren, aber was immer seine Fans hat. Also eigentlich rein positiv zu betrachten, das Ganze. Ja. Auch das hier, das Guardians of Legendix Spiel, haben wir ja auch dann, haben wir auch gesehen, werden wir ja auch bekommen. Ich muss nur kurz gucken, ich lade gerade die Demo nebenbei. Und leider kein F-Zero. Ihr seht, ich habe hier nebenbei einfach mal so einen kleinen Pile of Hope irgendwie aufgebaut. Golden Sun oder F-Zero wäre natürlich mein Mega-Ding gewesen. Aber wir haben einen Smash-Charakter bekommen, was natürlich auch viele freuen wird. Tekken ist halt auch so eine andere Sache. Mir persönlich war der jetzt egal, aber er wird seine Fans haben, er wird Leute freuen. Also freue ich mich für die, die sich freuen. Das ist so mein Credo, ne? Und so ging das irgendwie die ganze Zeit weiter. Es kamen immer so kleine Spielchen, die immer irgendwie ganz süß waren. Und eine Riesensache tatsächlich ist dieses Super Mario Party Ding. Das darf man auch nicht vergessen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie haben vielleicht so ein bisschen auf die Fans gehört. Schwieriges, weiß ich nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber es ist ein Mario Party mit online. Sofort online, nicht 2 Jahre später.
und mit den alten großen Brettern. Ich hoffe dann, dass die Sterne 20 Münzen kosten und nicht 10. Und das ist ja das, was wir wollten. Wir wissen noch nicht genau welche. Wir haben nur gesehen, zum Beispiel Spaceland ist dabei und die Peach-Torte. Ich hoffe, dass Westernland noch mit dabei ist. Ich liebe die Stage. Aber das ist auf jeden Fall mega nice. Da freue ich mich sehr drüber. Mal gucken, ob sie das zum Vollpreis rausballern. Dann haben wir zum Glück keinen Pokémon Snap DLC bekommen. Aber hey, Bandai Namco hat Pokémon Snap entwickelt. Also vielleicht heute Abend. Aber das Spiel überfordert mich ja eh noch komplett. Ich brauche kein DLC. Bitte, danke. Aber warten wir mal ab. Da habe ich noch so ein bisschen Angst vor. Aber das hätten sie ja dann in der Nintendo Direct bestimmt angekündigt. Oder sie machen nochmal eine Pokémon-Show demnächst. Aber dann hatten wir den Zelda-Teil am Ende. Ein Expansion-Pack zu... Ja, aber das wusste man ja vorher schon so ein bisschen. Hat mich gewöhnlich jetzt auch nicht aufgeregt. Skyward Sword nochmal gesehen. Dann diesen richtig, richtig coolen, diese kleine Classic Collection ja sozusagen. Es ist leider nicht jetzt auf der Switch oder so rausgekommen, sondern halt an diesem kleinen Game & Watch-Ding. Aber trotzdem, das sind drei vollwertige Spiele. Zelda 1, Zelda 2, Zelda 4 sozusagen. Also Link's Awakening ja noch. Sind auf dieser auf diesem Ding drauf als Sammlung. Ich hoffe, das Ding hat Save States, damit man damit auch wirklich flüssig spielen kann, was gerade den alten Spielen sehr, sehr gut tut, dass man damit Save States auch wirklich die Spiele schaffen kann. Das wäre ein mega Feature. Ja, also leider halt keine Collection für die Switch, ne? Oder für den 3DS wenigstens sogar so. Oder für die Wii U. Wii U-Ports haben wir natürlich auch gesehen und noch ein paar andere kleine Spielchen für zwischendurch. Und dann kam mein zweites großes Highlight. Und das war noch nicht Breath of the Wild 2, sondern Advance Wars. Ich bin ja vollkommen weggeklappt. Iron Star Nation? Das ist aber... Oh mein Gott, als ob! Als ob tatsächlich ein neues Advance Wars kommt! Nein, wie geil! Oh mein Gott, da hätte ich nie mit gerechnet! Ich liebe Advance Wars! Juhu, Andi! Oh, sieht so geil aus, das Igel! Ich brauche die Mucke! Max ist am Start und Drake ist am Start. Tammy ist am Start. Oh, Kenbei ist am Start. Wuhu! Das sieht voll cool aus. Oh, wie geil ist das denn? Das sind ja die ganzen Charaktere aus dem ersten. Ist mir auch scheißegal, ob das jetzt nur ein Remake ist. Oh, wie geil, beide sogar. Wie geil ist das denn, Leute? Ich hätte nie gedacht, dass wir tatsächlich ein neues Advance Wars sehen. Beziehungsweise, es ist ja kein neues, es ist ein Remake. Aber das ist eigentlich genauso gut, denn endlich bekommen natürlich viele Fans dieser Reihe die Möglichkeit, das noch einmal in schön und in neu zu spielen. Ich freue mich da mega drüber. Ich hätte mich mehr über einen neuen Teil gefreut. Aber dieses Remake bedeutet, dass endlich wieder ganz, ganz viele Leute die Advance Wars-Reihe spielen werden. Advance Wars hat ja den Vorteil, Advance Wars ist vom Gameplay her ja so ein bisschen ähnlich wie Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem. Aber simpler. Und das muss nicht schlecht sein. Ich glaube, das turnt viele Leute ab, dass diese Taktikspiele immer so umfangreich und kompliziert sind. Advance Wars ist da eher simpel gehalten. Eben in diesem Krieg-Look mit Charakteren und Story. Ich empfehle euch wirklich mal einen Blick auf Advance Wars zu werfen. Das Spiel sieht großartig. Es hat eine geile Mucke. Auf jeden Fall mega geil. Und ich habe mich mega drüber gefreut. Geiles Ding. Hätte ich auch nie mit gerechnet an dieser Stelle. Und dann haben wir noch den Trailer gesehen zu Breath of the Wild 2. The Secret... Oh ja! Go, 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 go! Go, 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 go! Lass, zeig was! Anything we see in that time. The film has been steadily progressing und jetzt... Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er war sehr kurz. Man hat auch nicht besonders viel gesehen. Es hat mich trotzdem gefreut, dass wir was gesehen haben. Wir haben ein cooles neues Feature gesehen und es wurde das bestätigt, was wir eben schon so ein bisschen spekuliert haben, dass sie das Hauptspiel quasi wieder benutzen, aber jetzt auch den Himmel zugänglich gemacht haben. Also du hast ja die Map gesehen von Breath of the Wild und in der bewegst du dich wahrscheinlich in veränderter Form, was ja immer eine Möglichkeit war, dass du die Welt nimmst von Breath of the Wild, aber halt veränderst, aufbrichst, dass halt alles irgendwie jetzt andere Umstände hat. Und sie haben anscheinend noch den Himmel mit dazu genommen. Wir haben ja spekuliert, dass es nach unten geht in die Höhlen und Link hat den Arm verloren. Ganz am Anfang sieht man das. Und dann hat er jetzt diesen komischen Arm wieder dazu bekommen. Also sehr interessant, was wir gesehen haben. Aber dieser Trailer war halt sehr kurz und hat mich jetzt nicht so übelst krass hochgehypt, auch wenn es schön war, dass wir was gesehen haben zu Breath of the Wild 2 und wir haben es bestätigt bekommen, es kommt nächstes Jahr heraus. Hätte mich ja auch überrascht, wenn sie es noch länger machen, aber wenn es so ist, ist es so.
Metroid Prime 4 wurde erwähnt, Breath of the Wild 2 wurde was gezeigt, es kommt nächstes Jahr heraus, wahrscheinlich dann auch zum Weihnachtsgeschäft, denke ich mal. Und ich hoffe, das Spiel wird großartig. Es war, wie gesagt, alles in allem eine etwas sehr unaufgeregte E3, für mich persönlich. Dazu muss ich halt aber auch sagen, ich kann schwer trennen, ob es meine privaten Umstände waren, einfach weil ich gerade viel um die Ohren habe, und damit meine ich das jetzt gar nicht mal unbedingt schlecht, sondern ich habe einfach viel um die Ohren gerade. Wie gesagt, neues Studio, Trennung und der ganze Kram und so weiter und so fort. Und das hält, beschäftigt einen halt irgendwie so ein bisschen. Deshalb ist die E3 aber hauptsächlich auch einfach, weil ich gerade viel arbeiten muss, weil auf der Arbeit viel los ist. Und dann war die E3 halt immer so da. Ich habe geguckt, was da immer so passiert ist, habe einige Shows versucht zu gucken und da waren dann nie so die krassen Dinger dabei. Und Nintendo, wie gesagt, war eine gute, eine solide Direct. Es ist natürlich schade, wenn für euch nichts dabei war. Ich verstehe immer eine persönliche Enttäuschung, wenn natürlich nichts für euch dabei war. Bei mir war es so mittel, es waren schöne Spielchen dabei. Wario sieht lustig aus. Mario Party ist ein cooles Feature. Advance Wars ist ein geiles Ding. Das Metroid-Spiel ist ein mega Ding. Aber es war halt kein super krasser, mega Hype-Titel dabei. Neues Donkey Kong hätte mich halt komplett umgehauen. Metroid Prime 4 hätte mich umgehauen. Wobei das Metroid-Spiel schon cool aussieht. Und F-Zero natürlich oder was anderes zu Zelda noch. Also es gibt viele Dinge, die mich komplett weggeblasen hätten. Davon war nichts dabei, aber vielleicht darf man das auch nicht immer unbedingt erwarten. Und Nintendo hat es am Ende ja auch nochmal gesagt, das heißt ja nicht, dass wir demnächst nicht noch andere Ankündigungen bekommen, dass vielleicht in 1-2 Monaten wieder eine Direct kommt. So war es ja die letzten Jahre bisher immer. Also, ich bleibe entspannt. Ich fand die E3 insgesamt nicht groß negativ, eher so ein bisschen neutral, unaufgeregt. Und die Nintendo-Show hat mir gefallen, war eine gute, solide Direct. Ohne mega krassen, super Hype-Aufreger. Ich bin zufrieden. Ich hatte insgesamt eigentlich eine ganz schöne E3-Zeit, auch wenn sie mehr so weniger so ein bisschen vergangen ist dann auch irgendwie. Aber so ist das manchmal. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hoffe, für euch waren super geile Spiele dabei. Wie gesagt, ich freue mich für jeden, der getroffen hat. Schade für die insgesamt vielleicht nicht so dabei war wie bei der E3, wie vielleicht bei anderen E3s. Aber ich denke mal, insgesamt, wenn wir auf das gesamte Portfolio der Nintendo Switch gucken, ist es ja nicht so, dass jetzt demnächst nichts rauskommt. Es kommt, gerade wenn man mal die Titel dazu nimmt, die schon angekündigt waren, so gibt es da ja schon einige Spiele, die auf der Switch demnächst zu uns Verfügung gestellt werden. Und für den einen oder anderen sollte da doch was dabei sein. Und wenn nicht, spielt einfach Pokémon Snap, denn dieses Spiel wird mich noch tausende Spielstunden beschäftigen. Ich spiele zurzeit nichts anderes und habe den Spaß meines Lebens mit meinem Spiel des Jahres. Ich sage es jetzt einfach schon mal so, wie es ist. In dem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Haut gern einen Daumen nach oben raus. Und ja, wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Ihr kennt den ganzen Drill. Hauptsache, euch hat dieses Video gefallen. Dann bin ich glücklich und wir sind alle glücklich und bleiben positive Menschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.